Problem ist ja gerade schon, alle machen jetzt diese abgehobenen Vlogs und Max macht jetzt so auf ganz bodenständig, weißt du? Max sammelt bei der Sympathie. Ja, du schneidest das bestimmt alles rein, du Wichser. Max sammelt bei der Community die Sympathiepunkte. Und wenn sie so manipulativ und suchtfördernd sind, wieso werden diese Online-Glücksspiele dann bald legalisiert? Ja, einfach nur noch perfekt. Ratet mal, wessen Bahn das gerade ist. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem erneuten Video. Es geht für mich zum Wörthersee. Wie unschwer zu erkennen ist, habe ich einen neuen Koffer am Start. Da drin meine Notenprellerjacke. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich möchte euch kurz erklären, warum es nicht mit dem S6 jetzt erfolgen wird. Kommt schon meine Maske. Ich habe nämlich leider keine FFP2-Maske. Ich muss nämlich tatsächlich jetzt mit der Bahn zum Wörthersee fahren, beziehungsweise nach Nürnberg. Das FFP2? Der Apotheker hat gesagt, das FFP2. Okay, alles klar. Danke dir. Ach, ja, Leute, ich muss sagen, die Bahn ist weg. So, Freunde, ich fasse es mal ganz entspannt zusammen, weil ich jetzt 20 Minuten hier auf meine Bahn warten darf. Zuallererst, ja, Fehlzündung auf Zylinder 8, haben daraufhin den Injektor auf Zylinder 7 gewechselt, hatten dann Fehlzündung auf Zylinder 7, haben dann auf dem 7. Zylinder den Injektor erneuert. Am nächsten Tag Fehlzündung auf Zylinder 9 zu haben. Dann haben wir nichts gemacht, haben 102 Oktan reingetankt, sind am nächsten Tag wieder auf die Bahn. Ja, wir sind zurück von der Probefahrt. Ich würde sagen, stabile 90% der Zeit lief der Motor auf allen Zylindern. Am Anfang hatten wir ja Fehlzündung Zylinder 9, dann zum Ende ganz viel auf Zylinder 10. Ich bin jetzt eben damit einmal 240 geplagt. Das hat alles wunderbar funktioniert. Wir haben nur festgestellt, dass er die meisten Fehlzündungen bzw. dann Fehlzündungen bekommt, wenn man halt keine Drehzahl hat, sondern von unten raus Leistung abruft. Also Vollgas gibt, aber in einem sehr hohen Gang ist. Zylinder 9 komplett perfekt und dann hat Zylinder 10 angefangen. Das heißt, der Fehler springt auch von Zylinder zu Zylinder, ohne dass man überhaupt etwas verändert. So, es ist wirklich, es kann eigentlich nur noch ein elektrischer Fehler sein. Oder die Injektoren sind halt von der einen Bank, alle 5 Injektoren sind komplett kaputt. Das kann natürlich auch sein durch das Ultraschallbad. Ich weiß es nicht genau. Fakt ist, er hat auf 100 Kilometer 17 Liter Verbrauch angezeigt, was natürlich schon extrem hoch ist. Im realen Leben hat er aber 30 Liter 102 sich durchgezogen. Ich war damit bei Autosiastik und Tim meinte, dass dieser Verbrauch daher kommen kann, dass ein Injektor oder mehrere Injektoren kleckern. Kleckernde Injektoren sind in dem Sinne sehr schädlich bei diesen Motoren, bei diesen Direkteinspritzern ist das ein bekanntes Problem, weil dadurch halt Sprit, unverbrannter Sprit einfach in den Brennraum reinfließt durch den Injektor und quasi den Ölfilm vom Zylinder abwäscht. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich fahre damit jetzt zum Wörthersee, dann kann man sich mindestens von einem Zylinder verabschieden. Ich habe jetzt natürlich auf Hochdruck probiert, innerhalb von einem Tag 4 neue Injektoren an Start zu bekommen. Das hat leider nicht funktioniert. Ich war wirklich motiviert, gestern den ganzen Motor nochmal auseinanderzunehmen, die 4 Injektoren neu zu machen, nochmal ordentlich 102 Oktan reinzutanken, nochmal 30 Liter, die nochmal durchzujagen auf der Autobahn, dann zu gucken. Aber es wurde mir leider verwehrt. Und dementsprechend blieb jetzt keine andere Möglichkeit, als Bahn zu fahren. Das mache ich jetzt auch, ne? Okay, let's go! Junge, Junge, Junge! I see Kamera, I push the gas. Alter. Ja, damit hast du dir einen weiteren Traumwagen von meiner Liste gegönnt. Herzlichen Glückwunsch! Ja, Max, du weißt, das mache ich mir zur Lebensaufgabe, einen nach dem anderen von deiner Liste mir wegzukaufen. Ja, danke an den Sponsor des heutigen Videos, Autovermietung Nürnberg. Alter, das Ding ist scheiße schnell. Warum ist er so schnell? Ja, der ist übel schnell. Also er ist schneller als mein CL auf jeden Fall. Ja? Ja. Der Ding hat 450 per Serie. Ja. Ist ein 650 XI, also Allrad. Eigentlich sehr schwer, weil Cabrio erstmal schwer, Allrad auch schwer. Ist ein Prior Breitbau, ist alles eingetragen. Advance Wheels, 21 Zoll, auch schwer eigentlich. Deswegen wundert es mich gerade, dass Max sagt, dass das Ding schnell ist. Der ist schnell. Ich finde den schon echt schnell. Ja? Also im Vergleich zum CL. Ich muss das Ding unbedingt mal Probe fahren am See. Ja, kannst du gerne machen. Sehr geil. Freue ich mich drauf. Also ja. Performance-technisch spricht eigentlich alles gegen das Auto. Der CW-Wert durch den Breitbau, die Felgen, die schweren, das Cabriolet und der Allrad. Ja gut, aber Felgen und CW-Wert wegen Breitbau und so, ich muss sagen, das merkt man nicht so. Also beim CL merkst du es nicht, aber der CL ist auch so oder so langsam. Mhm. Aber das, finde ich, sind gar nicht so die ausschlaggebenden Punkte. Ich finde, das Ding zieht echt gut weg.
Also wenn man mal überlegt, was Hagen da an Leistung hat in dem AMG. Das wollte ich euch fragen, wie viel PS hat er? Boah, Alter, 585, glaube ich. Ja, eigentlich stabile 130 PS mehr, ne? Aber keine Ahnung. Ja. Will ich auf jeden Fall mal Probe fahren. Kannst du gerne machen. So, und hier drüben in der Turbo Gang, ne? Hier ist die gute Laune und die Xenon-Brenner. Die bitte? Die Laune ist? Die Laune. Super, gut. Digga. Super, hier. Ja, ganz krass, was los am Wörthersee, ne? Hier hab ich mal mit Pink Panther geparkt, da vorne ist das Casino. Hier geht's richtig ab, Alter! Ich glaube, GTI-Treffen ist erst nächstes Wochenende. Geiler Zähl! Geiler Zähl, Mann! Woo! 70er Jahre angelegt. Wie weit? Oh ja, mashallah. Da penne ich. Da sehe ich mich. Hä, Alter, ihr seid alle am Haten. Das ist genau wie Kroatien. Da ist noch ein Bett? Ja, da ist so ein Schlafsofa. Ich habe schon einen Shotgun vor der Kamera. Klassenfahrt-Vibe, das gefällt mir. Das echt Spaß. Ich bin der Älteste, ich auf Platz mache. Geh weg jetzt. Nein. Geh raus aus meinem Bett. Ich penne nicht woanders. Wo soll ich pennen? Das war Zalos und mein Paradies letzte Nacht. Ne? Kurz im Bett geteilt. Wir sind angekommen am Wörthersee. Ihr seht es vielleicht an meinem Gesicht. Wir haben jetzt kurz vor 12. Ich habe schon den ersten Sonnenbrand, weil ich seit 9 Uhr an der Meile beim Casino saß. Haben auch schon ein paar Leute getroffen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die nächsten Tage bringen. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen mit den beiden Caprios hier irgendwie durch die Walachei. Aktuell ist es noch ziemlich ruhig, muss ich sagen, aber ich denke, das wird sich zum Wochenende hin ändern. Willst du noch was zu deinem GTI sagen? Oder? Oh, ist das bodenständige Fahrzeug hier in der Truppe, ne? Mhm. Ja, ganz normaler Typ irgendwie. Aus der Mittelschicht. Und da steht er. Das will ich auch nochmal sagen. Der steht hier, ne? Der hat's geschafft. Kann man das schon releasen? Einmal will ich hier auf jeden Fall noch auf das Kommentar eingehen, ne? Die Nummern auf den Injektoren eingespeist werden müssen ins Motorsteuergerät, ne? Das waren die Top-Comments mit richtig vielen Likes. Und also jetzt wirklich... auch nur bei Diesel wegen Rückenaufmengen. Genau, ja, so, genau. Also bei Benzinern ist das normalerweise nicht so. Leute, wenn ihr wirklich bei Audi arbeitet und mal an diesem V10 geschraubt habt, dann schickt mir doch bitte... einfach kurz eine Anleitung, genau. Wie man das Ding anlernt. Injektorwechsel oder Einspritzdüsenwechsel. Genau, an die hier unten eingeblendete E-Mail. Dann an der Stelle schon mal Kuss, Kuss, Kuss. Aber alles, was ich bisher gehört und gelesen habe, ist das halt nicht so. Nichtsdestotrotz habe ich gerade eine 600-Euro-Bestellung aufgegeben. Alle Injektoren, Luftmassenmesser, alles neu. Und werde das auf jeden Fall nach dem Urlaub hier alles verbauen. Also der S6, der wird auf jeden Fall laufen. Ich habe wirklich alles gegeben, aber es sollte an der Stelle leider einfach nicht sein. Ich habe mich wirklich gefreut, weil hier fahren wirklich verdammt viele Audi Avants und sowas rum. Also der S6 hätte hier schon echt gut reingepasst. Wenn ihr Bock habt auf Wörthersee-Content, Instagram wird die eine oder andere Story hochgehen. Vielen Dank fürs Gucken des Videos. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich weiß jetzt an der Stelle noch nicht, wer die Lacoste Cap gewonnen hat. Ich muss mal gucken, wie lang genau meine Probefahrt ging. Holen, Alter. Holen, Digga. Ja. Ja.